Jetzt brauche ich einen pirschenden Nachtsäbler. Ich brauche Wasser von irgendeinem See. Wer wollte denn da jetzt seine Quest teilen? Ich hab's mir auch gerade gedacht, ihr erfüllt die Anforderungen für diese Quest nicht. Wer teilt da seine Quest? Stimmt gut. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier freilassen, ja. Keine Ahnung, wer es war. Also zwei Taschen habe ich jetzt gerade noch im Sortiment. Ich habe mich erstmal mit Taschen ausgestattet. Aber ich habe gerade noch wir sind gerade die Mats ausgegangen. Muss das ein bestimmter Nachtsäbel sein oder ist es egal, was für einer? Das ist die Frage. Aber ich glaube, und dann ist die gleich wieder Stoffringe, weil ich darf jetzt mal zu dem Hof, wo wir gerade waren, und Mops klopfen. War die Dreiergruppe im Häuschen. Im Süden, sagt er, sind die zu finden. Okay. Dann schauen wir doch mal im Süden, ob wir da irgendwo was finden. Ich gehe mal einfach mal stark davon aus, dass da ein normaler Nachtsäbler nicht funktioniert. Gut, dafür. Aber mal ausprobieren. Ah, ungünstiges Ziel. Okay, ich brauche einen Pirschenden. Dann suchen wir mal, bis wir einen Pirschenden gefunden haben. Zeige mir, jetzt geht das mit dem Ziel hier los. Auf Seelensplitter. Ah, da sind die pirschenden Nachtsäbler, okay. Haben wir sie zumindest schon mal gefunden. Ich muss näher ran. Ich vergehe mir hier gleich eine kleine Pause anlegen, weil Wurfi gerade schon daran erinnert, dass ich da alles was nicht tun. Eine kurze Pause können wir machen, wenn nachher alle noch Zeit haben. Kurz ist ja relativ, ne? Also es ist ja nur dafür einfach. Ja gut, ich habe heute keinen Raid, weil es Twink Raid. Und okay. Ja, ich habe keine Twinks. Oder keine gut. Muss mein Krieger erst aus. Ich könnte dir da so ein Tankbärchen anbieten. Ich brauch Bier und noch die Ringteile. Du spielst hauptsächlich Ali, oder? Ja. Ja. Wenn du ein Hordi haben willst, habe ich da noch ein DK. DD. Aber. Ist ja gerade ernsthaft mein Mana ausgegangen. Ja, da. Wibi. Wibi. Mein ersten Lebensmittel. Ich glaube, ich muss X-Pearl demnächst mal ausschalten. Backt hier nur noch rum. Westlich von hier. Dann bist du die Pfeife, die hier Quest zeigt. Wunderbar. Ach, ist die Magier-Quest easy. Da könnte ich die Dreiergruppe alleine machen. Okay. Ja, ich muss zu dem See gehen, darf eine kleine Flasche mit Wasser füllen und das war's. Und was kriegst du dafür? Einen dicken Stab.
Ja gut, ich krieg dafür ein Pad. Das ist auch was wert. Du bist ja auch ein Jäger. Ah, da hinten sind die ersten Kreischer, okay. Ich muss jetzt einmal resetten, damit ich das überlebe. Ich muss näher ran. So. Ich habe die dritte Zeim-Quest jetzt auch, ich musste nur noch abgeben. Ist ziemlich viel hin und her gelaufen bei mir. Relativ traurig zu sehen, brauche ich die Quest eigentlich noch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich dafür kriege. Ich kriege nämlich meine blaue Mülltonne. Ja, zum Alleinquesten ist die super, aber zum Gruppenquesten eher so. Ich wollte gerade sagen, wann genau werde ich allein quest? Er versucht die ganze Zeit seine Gruppenquest zu teilen. Genau. Nee, ich habe jetzt ja auch gerade so eine Meldung bekommen, ihr fehlt die Anforderung für diese Quest nicht. Bei mir macht immer. Ich habe die jetzt aber gerade das erste Mal bekommen. Das ist bei den anderen beiden Mal. Könnt ihr euch nicht an den Portstein in SW stellen und mich porten? Das könntet ihr mit mir theoretisch gleich machen, aber ich glaube, der Portstein in SW, der funktioniert, glaube ich, nur von Level so und so bis so und so und das ist immer nur für die Verlies-Level. Also, das wäre halt, weil ich nur stand und schwache Kuppen kann ich abzuleben. Und die blöden alten Feld wieder zurücklaufen. Okay. So. Dann wollen wir mal Wildtier zähmen, Tier freigeben, Tier rufen. So, haben wir schon mal die ganzen Fähigkeiten. Okay, was zähme ich mir jetzt? Ich hole mir jetzt ein Kätzchen. Miete Katze! Jo. Eine schöne schwarze. Nicht den Leopard? Nee, ich mag die schwarzen lieber. Das Wichtigste sowieso bei der Nachwuchs den Ruf haben, dass man sich hinterher da das Maul kaufen kann. Also ich habe mal 4 Taschen gemacht. So, dadurch, was ich da erzählen würde, dann nur... Schlagt euch drum. Wo sind die denn? Was, die Taschen? Hm? Bei mir? Nein, wie groß? Achso, 6 Plätze.
ich sehe so langsam Goldhallen im Himmel. So. Das Viech muss ich jetzt, glaube ich, direkt noch mitleveln, oder? Da war ja immer irgendwas. Naja, und ich muss jetzt immer ein bisschen Fleisch und Fisch dabei haben, damit ich das Viech füttern kann. Etwas, was ich definitiv nicht vermisse. Es gibt EP fürs Viech, okay, passt. Und töten unterwegs halt noch ein bisschen was. Wann bist du denn unterwegs so? Bro? Hallo? Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, wie viele Taschen brauchst du? Zwei. Bitte. Mein Gott, Platz? Zumindest nicht so lange, bis ich anfange, sehen, das hat zu fahren. Erinnert mich an manche Raid-Abende. Und? Habt ihr alles mit? Nee, keine Chance. Doch für den, bitte für alle. Der 25-Mann-Raid ist doch besonders lustig. Okay, damals müsste schon mal das erste Level up fürs Pet. Ich muss noch ein bisschen nachleveln. Das Viech ist jetzt gerade mal Level 6. Aber das levelt ja schnell. Ich wünschte, ich könnte so schnell leveln wie der. Ich meine, 900 EP für so ein Level. Mit Markus Königskraut und Silberblatt kann ich demnächst jetzt auch
Wassertränke. Da will jemand einen Fussel gegen Thunder Fury tauschen. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ja, ganz ehrlich, die Fussel sind doch viel wertvoller. Ich meine, was willst du mit Thunder Fury? Für was? Da wollte gerade jemand einen Fussel gegen Thunder Fury tauschen. So, mit Level 10 können wir jetzt auch zu den Waffenlehrern mal ganz kurz gehen und da mal ein bisschen... Faustwaffen, Stäbe, Wurfwaffen, wofür auch immer ich letzteres brauche, aber egal. Nimmt man mit. Können wir ein Tigerauge gebrauchen? Gibt's, Draw. Dann hebe ich mal auf. Ich warte jetzt einfach mal den Goldhain. Chrissy, du brauchst immer noch ein bisschen Leinstoff, oder? Ich lehne immer noch Leinstoff, ja. Ja, dann gebe ich dir den ganzen Stoff, den ich mal habe, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich habe bisher noch nichts anderes gelernt. Das Leder packen wir mal da rein. Habe ich eigentlich schon das Ding zum Wildtier füttern, oder... Irgendwie kommt mir das gerade spanisch vor, weil das müsste ich eigentlich auch noch kriegen. Ich schaue bloß nochmal ganz kurz zum Jägerlehrer, ob ich das vielleicht jetzt kriegen kann oder so. Wenn nein, wann es dann kommt. User in your channel timed out. Bye bye. Crow ist raus. Ah, okay. Ich habe hier noch eine Quest. Ich glaube, ich stehe doch immer noch AFK im Holzfällerlager, oder? So, jetzt haben wir das Tier füttern. Was haben wir hier noch bekommen? Tier wiederbeleben. Und... War es das schon? Ah, okay, die Wildtierausbildung. Okay. Ich habe ihm gerade Knurren beigebracht. Eine blaue Mülltonne. Geht's jetzt? Die Mülltonne, yay. Wir haben eine Mülltüte im Team. Apropos, ich bräuchte noch einen Namen für mein Kätzchen. Mülltüte. Also ich muss jetzt gleich nochmal kurz weg. Mhm. Ja, Crow ist eh gerade offline. Keine Ahnung, ob der irgendwie wieder auftaucht. Ich muss mich jetzt auch mal. Na gut. Also ich muss länger weg. Ja gut, dann machen wir halt Feierabend für heute. Eigentlich schade. Gerade mal 2-3 Level geschafft. Naja, es ist Klassik. Was erwartest du? Da dauert es halt alles ein bisschen länger.
Na gut, ich gehe aber noch schnell zurück nach Sturmwind. Und ich stelle mich jetzt in Dings ab hier, Goldhain. Kneipe. Die Aufnahme können wir aber, glaube ich, trotzdem beenden. Haben ja 2 Stunden 4 Minuten, das ist. Ja, haben wir wieder 6 Folgen. Setzen wir uns alle in den Stuhlkreis. Hallo, mein Name ist Roy und ich bin magiesüchtig. Hallo, Roy! Also dann, wir sagen einfach mal Tschüss für heute und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Wie gesagt, erst auch mal bis später. Bye, bye!